wie gesagt, ne, ich habe so gar keine Lust rauszugehen, wenn ich nicht irgendwie Schore geraucht habe. Mit 17 das erste Mal gekifft, also die ersten Sachen. Ja, erste Mal gekifft und dann so mit... Hallo. Hi, grüß dich. Darf ich das Video auf YouTube hochladen, ja. Das werden viele Menschen sehen? Kannst du machen, ja, kein Thema. Danke. Stellen Sie sich bitte vor, wie heißen Sie, wie alt sind Sie? Ich bin Markus, 54 Jahre alt, ja, Bielefelder seit eh und je, Prag wieder geboren, besser gesagt. Ja. Markus, ich hatte Ihnen vorhin kurz erzählt, worüber es im Video geht. Ja. Könnten Sie vielleicht mal anfangen, über Ihr Leben zu berichten, wie es zu den Drogen kam, zu der Straße? Also für mein Leben, da gibt es nicht viel zu berichten. Also das ist ja, normal Schule gegangen. Ein paar Mal hängen geblieben, kleben geblieben, ne? Zweimal und dann siebte Klasse abgegangen ohne Abschluss. Ja, und dann habe ich mich so durchs Leben gekämpft, ne? Mal da ein bisschen gearbeitet, mal da. Wie war Ihre Kindheit? Gut, ich war gut, ja. Ich hatte meine Freiheiten gehabt. Geschwister? Ja, zwei Brüder habe ich noch. Zwei Brüder? Ja. Und Sie waren etwas schwacher Schüler? In manchen Fächern war ich gut, außer Mathe so ein bisschen, aber da lag es mehr an der Faulheit. Ne? Aber ansonsten war ich... Nicht wirklich Lust auf Schule gehabt, so gesehen? Ja, ein bisschen was geschwänzt habe ich auch, ne? Auf jeden Fall. Ich werde das nicht, aber... Was haben Sie gemacht in den Tagen, wo Sie geschwänzt haben? Bin ich durch die Stadt gelaufen, durch die Läden, ein bisschen irgendwo da gezockt halt eben. Ne? Computer oder sowas. Was meinen Sie mit gezockt? Ja, also, nein, nicht geklaut jetzt, aber so an die PlayStation. Sachen, ja, was da so rumsteht halt eben. Ne? Mhm. Obwohl zu meiner Zeit, da, meiner Schulzeit, gab es noch keine PlayStation. Ne? Ja, da gab es Sega, Mega Drive und Nintendo. Das waren so gerade die Anfänge. Ne? Und ja, bin ich durch die Kaufhäuser gelatscht ein bisschen. Ich habe die Zeit irgendwie totgeschlagen. Ne? Können Sie sich, noch an die Spiele von Sega erinnern? Ja, was war das? Mario Brother, ne? Wer kennt das nicht eigentlich? Ne? Damit fing das, war ja so das Hauptspiel eigentlich, da gab es ja nicht viel, ne, zu der Zeit. Mario Brother, was gab es da noch? Ja, so die ersten Rennspiele, ne? Aber das war alles noch so, kann man gegen heute gar nicht vergleichen. Ne? Und dann sagen Sie siebte Klasse, danach ja, abgegangen ohne Abschluss. Ohne Abschluss. Und dann habe ich noch selber sein gelassen die Schule oder rausgeschmissen worden? Ja, ich hatte ja meine 10 Jahre in dem Prinzip voll gehabt. Ne? Also wir hat zweimal hängen geblieben und dann noch die eine ein bisschen. Da habe ich ein Berufsgrundschuljahr gemacht, ne? So zum Kennenlernen. Halt eben Berufsgrundschuljahr, was man nur so früher gemacht hat. Ne? Ansonsten. Meinen Sie BGJ? Ja, Berufsgrundschule, ja, genau. Und dann habe ich meinen ersten Job gehabt von der Stadt. Das war, habe ich Gärtner gemacht. Das war eine ABM-Maßnahme. Ne? Da kommst ja ohne Abschluss kommst ja sonst an nichts dran. Ne? Und Lehre wollte ich auch nicht machen irgendwie. Wollte mich da so durchkämpfen. Ne? Also, tja. Mit wie vielen Jahren hatten Sie die erste Partnerin? Oh. So richtig mit Verkehr, ja, 16, 17 so ungefähr. Waren Sie lange mit ihr zusammen? Nö, das war immer nur so, wie man in meiner Jugend das so kennt, ne? Die meisten, die so alt sind wie ich. Hatten Sie eine... Rumgeschakert, ne? Ja, aber meine erste feste Freundin, ne, da weiß ich gar nicht mehr so. Aber wenn die Beziehungen, dann waren die auch immer länger, aber halt eben so in der Jugend, da hat man so ein bisschen, ne, rumgeknutscht und sowas alles. Ne? Also, war nichts Festes, ne, bei mir damals. Aber dann kam das, irgendwann kam das dann auch. Ne? Wie lange war Ihre längste Beziehung? Ja, 6 Jahre. 6 Jahre. Verheiratet gewesen? Nein, nein, nein. Keine Kinder. Nichts wollte ich nicht eigentlich. Also ich habe mich so, für mich ging das so in Ordnung. Ne? Wie ist der Kontakt zu Ihren Brüdern heute? Weniger. Der eine, der ist ziemlich stiller Typ und der andere ist selber nur am Arbeiten. Also der arbeitet, hat aber auch nie Kohle dafür, also hat dafür keine Kohle. Ne? Der steckt dann alles in sein Auto rein und sonst Kontakt leider nicht mehr. Ne? Also. Wann habt ihr euch das letzte Mal zu dritt gesehen? Boah, 20 Jahre ist das bestimmt, ja. 25 Jahre war ja Silberhochzeit bei meinen Eltern damals. Ja.
Die leben jetzt auch nicht mehr. Mutter ist jetzt seit 12 Jahren tot, Vater seit 3. Aber da hatte ich eh nicht so einen Kontakt zu meinem Vater. Ne? Mit Mutter, das war meine Kontaktperson sozusagen. Ne? Ich glaube, das ist bei vielen so, ne? Dass sie eher zu Mutter sich hingezogen fühlen. Ne? Also, die hat mir immer den Rücken freigehalten, ne? Mich immer unterstützt und zu mir gehalten. Mein Vater war da ganz anders. Ne? Also, der war so ein, wenn du den nicht gearbeitet hast, dann war es für den nichts wert. Ne? War so ein, er hatte so eine Einstellung gehabt. Ne? Kam aus der DDR, damals er, ne? Also vor der Mauer noch rübergekommen und dann ja, hat sie dazu ergeben. Ne? Also. Mit wie vielen Jahren hatten Sie die erste Droge probiert? Was war das? Wenn man Alkohol ist für mich auch eine Droge. Auf jeden Fall. Stimmt eigentlich, sieht nicht jeder so, aber ich sehe das so. Ich hatte mit 11, 12 so meinen ersten Alkohol getrunken. Keine harten Sachen, Bier und ein bisschen Wein. Ne? So fing das an. Ne? Da ging das mit los mit 11, 12. 13, erste Mal Alkoholvergiftung. Dann hat sich das wieder ein bisschen gelegt. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen, fing das irgendwann wieder an, sich hat sich so eingeschlichen. Ne? Also, was haben Sie alles getrunken gehabt? Eigentlich nur so Bier hauptsächlich. Nämlich meine mit 13 Alkoholvergiftung Bier? Ja, da kann ich, weiß nicht nur ganz genau. Das waren 3 Flaschen Bier und fast eine Flasche Wein. Und das hat mir natürlich das erste Mal den Rest gegeben. Ne? Also, da waren dann irgendwann die Lichter aus und haben sie mich im Keller gefunden. Und ja. Was haben Ihre Eltern dazu gesagt? Ja, Vater natürlich am Schimpfen und Mutter war ein bisschen traurig. Ne? Halt, aber die haben das nicht so. Ja, die haben das einfach so, ja, nicht so ernst jetzt, sagen wir mal so, ne? Ja, Finger gehoben und ja, Junge, ne? Mach das nicht, ne? Und, ja. Wann kamen die anderen Drogen und welche waren das? Ja, mit 17 das erste Mal erst gekifft, also die ersten Sachen, ja, erst mal gekifft und dann so mit 19, 20, ja, LSD, Speed, alles, was so knallte, ne? Außer Schore. Da habe ich jetzt spät mit angefangen, also 2001 regelmäßig dann ja, mit Schore. Bis heute? Bitte? Bis heute? Ja, ja, heute immer noch, ja. Sie spritzen das, oder? Nein, 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 nein. Habe ich noch nie gemacht. Also meine Arme sind clean, oder generell. Ich hasse Spritzen. Sie rauchen das? Ja, ich rauche das auf dem Blech, ja. Haben Sie irgendwelche körperliche Schäden oder Krankheiten durch die Drogen bekommen? Nein, gar keinen Fall. Also, ich habe mich vor ein paar Jahren testen lassen, wegen Hepatitis und allen Krankheiten. Da war alles clean gewesen und seitdem habe ich auch keine Beziehung mehr gehabt. Also, da kann eigentlich nichts oder war nichts gewesen eigentlich. Also, keine Krankheiten in dem Sinne. Ne? Wie würden Sie Ihr Leben beschreiben mit einem Wort? Beschiss. Muss ich leider so sagen. Man ist selber dran schuld zwar, aber irgendwie, man kommt dann nicht mehr raus. Wenn man, für mich ist es auch so eine seelische Droge, diese Heroin. Ne? Also ich brauche das für, sonst bin ich den ganzen Tag nur am, der Kopf am Kreiseln und dann würde ich am liebsten vor den Zug schmeißen. Ne? Also von daher ist schon scheiße, aber ich will da eigentlich auch nicht von weg. Aber wie gesagt, das tut meiner Seele gut. Ich kann mit dem Tag halbwegs umgehen. Ne? Das einzige Problem ist halt eben immer, wie komme ich dran? Ne? Wenn Sie das Leben noch mal von vorne leben würden, hätten Sie es alles genauso gemacht? Ich glaube, ja. Sie glauben, dafür ist ja der Reiz zu groß. Also, ja. Vielleicht ein bisschen gediegener, aber man kommt dann nicht mehr von weg. Wenn man das einmal gemacht hat, dann... Was gibt Ihnen die Droge? Ja, wie gesagt, ich habe so gar keine Lust rauszugehen, wenn ich nicht irgendwie Schore geraucht habe. Das ist einfach für mich unerträglich geworden. Also draußen die Leute sind alle nur noch ich, ne? Denken nur noch an sich selber. Wenn du mal durch die Straßen gehst, die Leute, mit denen man nichts zu tun hat, da wirst du angeguckt, ne? Wie der letzte Dreck. Ne? Dabei haben die selber auch viel. Sind nicht alles die Engel, ne? So, wie sie meinen zu tun. Ne? Die haben selber alles schon. Wir sind ja gerade mit Ihnen zusammen hier hingegangen. Ja. Circa
Fünf Minuten? Ja. Fünf bis zehn Minuten? Nicht ganz. Fußweg. Haben Sie da gespürt, irgendwelche negativen Blicke auf uns? Nee, da hab ich nur dran gedacht, wie das Interview jetzt abläuft. So, ne? Da habe ich ein bisschen mehr. Ne? Aber sonst habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ne? Aber ich bin jeden Tag täglich Straßenbahn, Bus unterwegs. Da gucken einige Leute schon an. Ne? Nicht, weil ich verhalte mich vernünftig, ich laufe halbwegs sauber rum, zumindest. Da, ne? Aber man fühlt sich die Blicke, die spürt man schon, also von den vielen. Ne?